kommt einem skrupellosen Kriminellen in die Quere und schon wird aus einer kleinen Gaunerei ein verwirrendes Geflecht aus Lug und Trug. Hans-Peter Korff ist der andere Wolanski. Morgen. Guten Morgen. Ist was? Nein, was soll sein? Schon gut? Hinter der Ecke, da ist der Rost zum Keller lose und die Tür zum Heizungsraum ist auch kaputt. Nächste Woche soll es repariert werden. Gut. Gut. Was machst du, wenn es vorbei ist? Ich verkaufe mein Haus und gehe ins Ausland. Irgendwo hin, wo auch im Winter Sommer ist. Spanien. Da gibt's herrliche Häuser am Strand, Palmen, Blick aufs Meer. Bisschen Golf spielen. Möchte endlich mal meine Ruhe haben. Das ist mein letztes Ding, also mach mir keinen Scheiß. Ich bestimmt nicht. Das Ding ist todsicher. Sowas weiß man immer erst hinterher. Was machst du danach? Erst mache ich mit Vivian eine Weltreise und dann kaufe ich ihr einen Waschsalon oder so in der Richtung. Du wirst dir ein Dutzend Waschsalons kaufen können. Wichtig ist, dass ich nicht mehr von ihr abhängig bin, sondern dass ich die Kohle nach Hause bringe. Und nicht die Freier. Als Maul. Schade, dass ich sie nicht kennengelernt habe. Ich sag dir doch als Maul. Aber wieso denn? Ich verstehe dich doch. Wenn ich eine Frau hätte, die auf den Strich geht, wo ich keinen Job kriege, das würde mir auch nicht gefallen. Und was das Maulhalten anbetrifft, hast du auch recht, also Halsmaul. Und verschwinde eine Weile hinterher. Die Reise ist schon gebucht. Und schmeiß nicht mit dem Geld rum, bis Gras über die Sache gewachsen ist. Ne? Ja. Am liebsten würde ich deinen Anteil behalten. Und dir erst 2 Jahre später geben. Das könnte dir so passen. Erzähl mir mal was von deinem Freund, mit dem du dich immer triffst. Diesem Wolanski. Was ist denn das für ein Typ und was macht er? Er ist ein Geschäftsmann. Irgendwie ein totaler Eigenbrötler. Ich denke, dass er ziemlich einsam ist. Er hat eine Wohnung in Bernsheim und ein Haus am Berger See. Und wovon lebt er? Ich sag dir doch, er ist Geschäftsmann. Boris. Hm? Bitte lass dich nicht wieder auf irgendwelche krummen Sachen ein. Ich weiß, es ist deine Sache, aber bitte, bitte, lass dich nicht wieder auf was ein. Nein. Nochmal mache ich das alles nicht mehr mit. Nicht nochmal diesen ganzen Dreck. Hör zu. Was gewesen ist, ist vorbei. Ich bin jetzt dein Mann. Und unser Leben hat angefangen, als wir uns kennenlernen. Okay. Weißt du, wenn dir was passieren würde, wenn dir irgendjemand was antun würde, ich weiß nicht, ich glaube, ich würde... Würde. Und mir tut auch niemand was.
kommt alles in Ordnung. Wird schon alles gut. Polanski, ich verblute. Gib ihr meine Hand. Was? Gib ihr meine Hand. Wem? Hier. Deine Frau, Vivian. Hast du ihr von uns erzählt? Ich habe ihr gesagt, sie braucht sich keine Sorgen mehr machen. Keine Sorgen mehr. Los, bring mich um Krankenhaus. Du weißt doch, dass das nicht geht. Also mach's gut, Kleiner. Von der Erde bist du genommen und zur Erde kehrst du zurück. Der Herr aber wird dich auferwecken zu neuem Leben. Thank you.
Wolanski. Haben Sie einen Interessenten für mein Haus? Warum nicht? Was ist mit Ihren Angeboten in Spanien? Ach so, ja. Ja, schön. Sehr schön. Ja, werde ich mir anschauen. Sehr schön. Ich mache mich auf den Weg. Danke. Wissen Sie schon, wer ihn umgebracht hat? Leider nein. Was wollen Sie dann hier? Das will ich Ihnen sagen. Ich werde das Gefühl nicht los, Sie wollen uns nicht helfen. Sein Komplize bei dem Überfall. Wer könnte es gewesen sein? Irgendeinen Anhaltspunkt müssen Sie doch haben. In welchen Kneipen hat Ihr Mann verkehrt? Irgendwas muss er doch mal erzählt haben, was er macht, mit wem er sich trifft, mit wem er Skat spielt. Boris hat nicht Skat gespielt. Ich kann mir vorstellen, wie ihm zumute ist. Ach ja? Wir wollten ein neues Leben anfangen, er und ich. Alles hinter uns lassen und ein neues Leben anfangen, eines, auf das man stolz sein kann. Und jetzt? Das Einzige, auf das ich vielleicht eines Tages stolz sein werde. Ja? Das ist, wenn Sie den Tod Ihres Mannes gerecht haben. Ich habe mit Ihrer Freundin gesprochen. Sie haben zu ihr gesagt, ich kriege das Schwein und ich bringe ihn um. Die Bullen sind zu blöd, ihn zu finden, und wenn doch, dann lassen die Richter ihn laufen. Und? Ist es nicht so? Nein, Mutti, ich hab den Polunder an. Nächste Woche sind ein paar Überstunden fällig, Bosch. Wir kriegen eine Revision. Revision. Tschüss. Mutti. Revision? Was haben Sie denn? Gar nichts. Nichts? Ihre Buchführung wird doch wohl sauber sein, oder? Wie meinen Sie das? Na, wir werden doch keine Gelder unterschlagen haben, oder? Ich? Nee, Sie nicht, lieber Bosch. Jeder hier, aber Sie nicht. Ja, ich bin's, Mutti. Du hör mal, ich kann morgen nicht kommen. Ich weiß. Nein, das geht aber wirklich nicht. Ich muss. Nein, Mutti. Ich muss auf eine Fortbildung. Ja, ja, Fortbildung. Ein Seminar, wo man was lernt. 2 Wochen. Ja? Ja! Ja, den Kuchen, den essen wir dann in 2 Wochen. Ja, ja, natürlich, natürlich melde ich mich, Mutti, natürlich, weißt du doch. Du auch, ja, immer schön gesund bleiben. Ja, ich weiß. Ja, die Gesundheit ist immer das Wichtigste, ja, ja. Ja, Mutti, du auch. Ja, mach's gut, Mutti. Ja, tschüss, Mutti. Mutti? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 499.000. Dankeschön. Soll ich jemand Bescheid sagen, damit er sich im Auto begleitet? Nein, danke, ich bin zu Fuß.
Zimmer 16, im ersten Stock. Herzlichen Dank. Wünsche ich Ihnen einen angenehmen Aufenthalt. Vielen Dank. Ich muss umdisponieren, ich muss wieder weg. Oh, das tut mir leid. Ja. Aber den Tag muss ich Ihnen leider berechnen. Ja, ja, nun machen Sie schon. Okay. Ruf mal schnell einen Notarzt. Alles in Ordnung, Herr Wagner. Wo bin ich? Im Krankenhaus. Sie haben Glück gehabt, fast hätten wir Sie operieren müssen. Ich muss raus hier. Damit werden Sie wohl noch ein paar Tage warten. Ich habe was zu erledigen. Später, Herr Wagner, später. Alles zu seiner Zeit. Woher wissen Sie meinen Namen? Aus dem Reisepass in Ihrer Jacke. Wo sind denn meine Sachen? Der Koffer. Im Schrank. Haben Sie den etwa auch durchgewühlt? Ich bin Krankenschwester, Herr Wagner. Krankenschwestern kümmern sich um Menschen, nicht um Koffer.
Kommt sie doch raus! Nein! Raus, habe ich gesagt! Verpiss dich! Lassen Sie mich gehen, bitte. Na schön. Rufen Sie die Polizei. Na los, nun machen Sie schon. Muss doch ein Vergnügen für Sie sein. Dabei habe ich nichts angerührt. Gar nichts. Den scheiß Kühlschrank habe ich leer gefressen. Na und? Hab eben Hunger gehabt. Ist das verboten? In dem Bett habe ich geschlafen. Darf man nicht mal müde sein? Bitte, wenn Sie wollen, ich wasche das Zeug. Ich hätte alles kaputt machen können. Kurz und klein schlagen den ganzen Saftladen hier. Hab ich aber nicht. Hab mich richtig ordentlich benommen. Nett, friedlich. Und Sie wollen die Polizei rufen. Es fehlt im ganzen Hause nichts. Gucken Sie nach. Was wollen Sie eigentlich? Wollen Sie mit mir pennen? Okay, du bummst mich und dann lässt du mich gehen, ja? Hören Sie auf mit dem Quatsch. Bist du schon fuhr oder was? Ich hab Hunger. Soll ich uns was machen? Sie können ja schon mal einen Tisch decken. Du musst ganz schön Kohle haben. Duzen Sie mich nicht. Warum muss ich ganz viel Kohle haben? Naja, das Haus hier und die Möbel und die Klamotten im Schrank ist ja alles vom Feinsten. Haben Sie das geerbt? Ja? Das geht Sie nichts an. Außerdem bin ich es, der die Fragen stellt. Warum sind Sie hier eingebrochen? Weil es geregnet hat. Ich habe einen trockenen Platz gesucht. Und wenn Sie mein Leben wissen wollen, fragen Sie das Jugendamt. Die haben eine Akte, da steht alles drin. Sogar ein Foto von meiner letzten Erzieherin war dabei. Die hat Schlampe zu mir gesagt. Und jetzt fehlt ihr ein Auge. War bloß Spaß. Ich habe sie nur blau gehauen. Leider. Eigentlich bin ich der friedlichste Mensch von der Welt. Wenn wir gegessen haben, lassen Sie mich dann gehen? Nein. Warum nicht? Meine Sache. Soll ich Ihnen sagen, warum nicht? Sie wohnen gar nicht hier. Das Haus gehört Ihnen gar nicht. Ich kenne mich besser aus als Sie. Sie wissen ja nicht mehr, wo Messer und Gabel sind. Spaghetti isst man mit Löffel und Gabel. Ich lasse mir keine Vorschriften machen. Von den Leuten im Heim nicht und von Ihnen schon gar nicht. Und meine Spaghetti esse ich, wie ich will, klar? Sie schmecken widerlich. Noch dazu zum Frühstück. Sie können nicht kochen! Arschloch. Du bist ja bloß da, weil ich kapiert habe, dass nicht dein Haus ist. Wenn du es genau wissen willst, ich bin der Bruder. Duzen Sie mich nicht. Das Haus gehört meinem Bruder, deswegen kenne ich mich nicht so genau aus. Ach, tatsächlich, Ihrem Bruder. Und warum sitzt einer mitten am Tag in einem Haus und zieht die Jalousien nicht hoch? Na? Warum wohl? Weil er nicht gesehen werden will. Einer, der in so einem Haus wohnt, hätte längst die Polizei gerufen, wenn er mich hier gefunden hätte.
Soll ich Ihnen sagen, was los ist? Sie wollen an den Tresor. Was für ein Tresor? Denke, Sie wohnen hier. Dann müssen Sie doch wissen, was ich meine. Aber Sie wissen es nicht. Ja, und wieder ab. Hallo? Ist da jemand? Ich bin von der Polizei. Ich dachte, Sie wären Einbrecher. Einbrecher tragen keine Uniform, mein Fräulein. Die habe ich doch noch gar nicht gesehen. Gibt's da auch einen Kopf zu der Mütze? Haben Sie mein Klingel nicht gehört? Nee. Wie kommen Sie hier rein? Die Hintertür war offen. Wir haben einen Hinweis bekommen, dass irgendwas nicht stimmt. Irgendjemand hat hier nachts Licht gesehen und weil das Haus schon seit Wochen leer steht, haben wir gedacht, wir schauen mal vorbei. Wie gesehen wohne ich hier. Aber doch nicht allein. Sind Sie die Tochter? Also der Sohn bin ich ganz bestimmt nicht. Könnte ich mir mal den Bademantel geben, bitte? Da, warte mal. Was ist mit Ihrem Vater? Was soll mit ihm sein? Naja, ist eine komische Geschichte. Wissen Sie, die Leute, die reden schon. Worüber denn? Naja, irgendwann hieß es, dass einer aus der Stadt das Haus gekauft hat und dann kam auch ein Möbelwagen. Alle waren neugierig, wer einzieht, aber es ist nichts passiert.
Die Leute hätten es halt für richtig gehalten, wenn er sich wenigstens vorgestellt hätte. Noch dazu bei so einer Tochter. Und er hat sich nicht vorgestellt? Nein. Ist ja wieder typisch für ihn. Also ich sag's mal ganz ehrlich. Er ist ein bisschen schüchtern. Also mehr so für sich allein. Ganz im Gegensatz zu ihm, ne? Seit meine Mutter starb. Oh. Das war ganz schrecklich. Sie hat furchtbar leiden müssen, jahrelang. Und seitdem ist er so. Es tut mir leid. Er ist ja immer noch nicht drüber weg. Aber wenn er kommt, dann sage ich ihm, dass er sich mal ihr schönes Städtchen angucken soll, ja? Würde ihm auch gut tun, nicht mal, also mal unter Menschen wieder, nicht wahr? Die Terrassentür, da war eine Scheibe eingeschlagen. Ich dachte, es wäre jemand eingebrochen. Das war ich. Wollen Sie mich festnehmen? Ich hatte den Schlüssel verloren und irgendwie musste ich ja rein. Ist aber wirklich nett, wie Sie aufpassen. Dafür sind wir doch da. Und wenn ein wirklicher Einbrecher kommt, dann schrei ich so lange um Hilfe, bis Sie mich hören, ja? Also dann, Fräulein. Fräulein Wolanski. Also dann, Herr. Bockelmann. Bockelmann. Martin. Martin. Und wie heißen Sie? Wolanski. Ich meine vorne. Mascha. Mascha. Also dann, Mascha. Also dann, Martin. Tag. Du kannst rauskommen, Vati. Na, kommen Sie schon, Herr Wolanski. Du bist ein Idiot. Du bist der größte Idiot, den ich je gesehen habe. Ja? Diese Frau, das ist der Einbrecher. Einbrecher bricht ein, aber der duscht da doch nicht. Heutzutage ist alles möglich. Ganz noch. Scheiße. Was ist los? Ich komme zurück. Komm mit. Wohin denn? Ich habe eine Idee. Komm. Ist jetzt der Idiot? Jona. Dann gehe ich jetzt auch. Ah ja? Ja. Na dann, tschüss. Die suchen Sie, ne? Na, mich nicht. Aber vielleicht Sie. Sehr komisch. Nein, wirklich, sehr komisch. Dann verraten Sie mir doch mal, warum Sie sich hier verstecken. Ich verstecke mich nicht. Ich habe eine Verabredung mit einem Geschäftsfreund. Deswegen bin ich hier. Mit einem Geschäftsfreund? Hm? Soll ich Ihnen mal zeigen, was für ein Freund das ist? Ja, soll ich? Na los, kommen Sie. Ich zeig's Ihnen. Oh. Ja, guter Tropfen. Ah! Sind Sie verrückt geworden? So, und jetzt erzählen Sie mal, was für ein Geschäftsfreund ist das? Wer sind Sie? Was machen Sie hier? Hört ja auf mit dem Quatsch! Haben Sie Quatsch gesagt? Darf ich mich setzen?
Du kannst auch im Stehen reden. Meine Knie wackeln. Hat was, das gehört eigentlich mir. Und das will ich wieder haben. Und was ist das? Geld. Viel? Für mich schon. 499.000. Das ist ja fast eine halbe Million. Wetten, die hast du nicht im Lotto gewonnen? Ich war in einer Firma in der Lohnbuchhaltung und da habe ich immer mal wieder was abgezweigt. Nicht viel, aber es hat sich so über die Jahre zusammengeläppert. Für die Rente. Die ist ja nicht mehr sicher. Sagen Sie, können Sie nicht mal dieses furchtbare Ding da wegnehmen? Das ist ja grässlich. Weiter? Nichts weiter, das ist alles. Plötzlich hatten wir eine Revision und ich musste weg. Hals über Kopf. Ich habe das Geld abgehoben und bin abgehauen. Aber ich wusste nicht, wohin. Man hat ja keine Übung damit. Und auf dem Bahnhof, da habe ich mit einem Mann den Koffer verwechselt. Und jetzt habe ich seinen und er hat meinen. Mit dem Geld. Sie meinen den Typen, der hier wohnt? Ja, es war eine Adresse im Koffer und ein Foto von dem Haus hier. Können Sie nicht mal dieses schreckliche Ding da wegnehmen? Und jetzt denken Sie, der kommt wieder und Sie sagen zu ihm, Entschuldigung, ich habe hier auf Sie gewartet, Sie haben nämlich meinen Koffer. Kann ich den wiederhaben? Und er sagt, aber gern, hier ist er. Mann, bist du blöd. Der hat den Koffer aufgemacht, das Geld gesehen und ist damit ab in die Karibik. Und hinter dir ist die Polizei her. Was bleibt mir denn übrig, als zu warten, bis er wiederkommt? Na klar kommt er wieder. In ein paar Jahren, wenn die halbe Million alle ist. 499.000. Kommt er ein paar Tage früher. Na, vielleicht hat er eine Frau und deswegen kommt er her. Es gibt im ganzen Haus keine Frauenklamotten. Und im Badezimmer ist nur eine Zahnbürste. Wenn man verheiratet ist, hat man zwei. Gibt's ja aber nicht. Wenn man's genau nimmt, konnte uns was Besseres gar nicht passieren. Bitte? Die Bullen finden uns nie. Warum nicht? Weil sie uns schon gefunden haben. Als Herr Wolanski mit Tochter. Quatsch. Findest du? Am besten, ich gehe in irgendein Hotel. Da wird die Polizei aber staunen. Warum geht Herr Wolanski ins Hotel, wo er doch so ein schönes Haus hat? Komm, ich zeig dir was. Komm schon! Was sagst du dazu? Wie macht man den auf? Ich krieg das nicht. Sag mal, bist du wahnsinnig? Ich bin doch kein Krimineller! Also jetzt reicht's. Ich hau ab, ich verschwinde. Von mir aus brechen Sie doch so viele Tresore auf, wie Sie wollen, aber ohne mich! Oh, entschuldigen Sie, Herr Wolanski, dass ich nochmal störe. Ich habe schon Feierabend und ich wollte nur, falls Sie noch Fragen haben oder Ihre Tochter, wo man am besten einkaufen kann oder so, ich wäre Ihnen gerne behilflich, Sie sind ja. Ich habe Ihrem Vater gerade gesagt, dass, wenn ich Ihnen irgendwie helfen kann, dann brauchen Sie es nur zu sagen. Ja, das ist sehr nett. Ja, wir haben auch ein paar nette Lokale hier. Mhm. Ja? Ja, nicht so wie in der Großstadt, aber nicht schlecht. Sie können mich ja mal anrufen. Gerne. Ich habe nur Ihre Nummer nicht. Das kann man ändern. Tja. Ja. Richtig schön haben Sie es hier. Ja, sehr schön. Der See. Ja, der See. Ja. Der Himmel. Und überhaupt die Einsamkeit. Ja. Es gab hier mal einen Heimatdichter, der hat den See das Auge Gottes genannt. Ach, tatsächlich. Hm. Das klingt irgendwie gut, ne? Ja, sehr gut. Das Auge Gottes, das Auge des Gesetzes. Irgendwie komisch, nicht? Ja, sehr komisch. Hier unsere Nummer. Ja. Danke. Wiedersehen. Wiedersehen. Und du wolltest ohne Koffer abholen, ja? Na, was sag ich? Ein besseres Versteck gibt's nicht.
der Doktor sieht. Ab, Marsch ins Bett. Diese Frage dürften sich heute in Deutschland gleich 5 Lottospieler oder Spielgemeinschaften gestellt haben, als sie hörten, der Jackpot ist geknackt. Immerhin, 4,6 Millionen für jede Partie sind auch nicht von Pappe. Falls Sie immer noch nicht genug vom Wetter haben, werden Sie die Zuschauer gleich mit. Natürlich bringen Sie nichts über dich. Was soll eine poplige Unterschlagung in Nachrichten? So poplig war es nun auch wieder nicht. Immerhin fast eine halbe. 499.000, ich weiß. Jawohl. Wetten, dass im Tresor noch viel mehr ist? Lass mich mit dem Tresor in Ruhe. Vielleicht ist es ja denen von deiner Firma peinlich, dass du sie bescheißen konntest. Vielleicht haben sie es ja gar nicht angezeigt. Aber als vermisst muss man nicht melden. Wer soll dich denn vermissen? Oder hast du vielleicht Anhang? Eigentlich nicht. Meine Mutter. Ich mache uns was zu essen. Der ist leer. Rosenkohl, Möhrchen und Scheiben, Leipziger allerlei Gemüse, Bratlinge. Ich werde wahnsinnig. Der ist Vegetarier. Und? Nö, mag ich nicht. Herrgott, nochmal, wenn es dir nicht schmeckt, lass es stehen. Schmeckt ja. Na, das sieht man. Wenn ich was anderes kochen soll, ist kein Problem. Ich fahre in die Stadt und kaufe was. Eisbein, Blutwurst, Leberwurst oder so. Muss mir nur Geld geben. Hast du was? Was? Geld. Wenigstens ein bisschen. Ich brauche endlich mal neue Klamotten. Was soll ich machen? Aber auch nur das hier. Mann, bist du blöd. Die Schränke sind voll hier. Nur für mich ist nichts da. Für mich ist ja nichts da. Sag ja, für mich ist nie was da. Na komm. Ein Häppchen für Mami. Oder lieber für Vati? Oder für die Omi? Und wenn du nicht brav bist, kriegst du eins aufs Maul. Also isst du jetzt oder nicht? Hä? Bist du ein Schlappschwanz? Nicht mal richtig hauen kannst du. So geht das. Sie sind ja total verrückt. Ich kann doch nicht mit wildfremder Leute Zahnbürste meine Zähne putzen. Wirst du wohl müssen. Muss ich ja auch. Mit der hier? Mit welcher denn sonst? Die Zahnpasta ist auch die falsche. Den zieh ich nicht an. Mein Gott, ist der hässlich. Nö, den zieh ich nicht an. Dann pennst du eben ohne. Hier in dem Bett? Na, mach dir mal keine Sorgen. Ich schlaf nebenan. Ei. Nacht. Nacht. Mein Gott, ist der hässlich. Geschlafen? Sehr gut sogar. Dabei hätte ich eigentlich Albträume haben müssen. Hatte ich aber nicht. Es macht die gute Luft.
Ich habe mir den Koffer angesehen. Da sind Briefe drin. Der Typ wollte das Haus verkaufen. Ich weiß. Hast du also auch in den Koffer nachgeschaut? Na klar. Wie wäre ich sonst auf die Adresse gekommen? Erst habe ich ja gedacht, du wärst ein Trottel. Bist du aber nicht. Eigentlich bist du ganz nett. Komisch. Der Typ hat zum Teil neu renoviert und jetzt will er verkaufen. Renoviert. Neu renoviert ist doppelt gemoppelt. Renovieren heißt neu machen. Neu renoviert würde also neu neu machen heißen. Klugscheißer. Danke. Kannst du nicht auch was Nettes sagen? Du bist eigentlich auch ganz nett. Wie heißt denn du? Walter. Guten Morgen, Walter. Morgen, Mascha. Guten Morgen. Walter, pass auf, Mutter, ich habe nur ganz wenig Zeit. Ich soll, weil ich hier so erfolgreich bin, soll ich noch 4 Wochen nach Amerika? Ja, Amerika, New York, zur Fortbildung. Weil ich hier alles so gut mache, verstehst du? Aber 4 Wochen ist doch keine Zeit, Mutti. Ja, dann kaufe ich mir ein paar Socken in New York. Ja, auch Hemden kann man in New York kaufen, alles kein Problem. Nein, es ist alles in Ordnung, alles bestens. Du brauchst dir wirklich keine Sorgen zu machen, hörst du? Du Mutti, ich muss jetzt Schluss machen, die anderen wollen auch noch telefonieren. Ja, die anderen fahren auch mit. Ja, ja, die Gesundheit ist immer am wichtigsten. Ja, mach's gut. Ja, tschüss Mutti, tschüss. Sag mal, hast du Kinder? Nein. Wieso nicht? Weil ich nicht verheiratet bin. Blödsinn. Nun gut, dann habe ich eben keine Kinder, damit sie mir nicht die Brieftasche klauen. Hab ich dir die Brieftasche geklaut, du Penner? Nein, das hast du nicht. Und du? Willst du mal Kinder? Bist du bescheuert? Sollen es denen werden? Idioten vielleicht? Oder Kriminelle? Nee, danke. Aber schön wäre es schon, wenn es ordentliche Menschen würden, so wie du. Oh, vergiss nicht, dass auch ich kriminell bin, ne? Na, bei dir ist das was anderes. Mhm. Sag mal, warum lebst du so? Wie lebe ich denn? Ja, immer die Polizei im Nacken stelle ich mir nicht gerade sehr gemütlich vor. Hinter dir ist sie auch her. Und außerdem ist es nicht so schlimm, wie du denkst. Man gewöhnt sich an alles. Ah, zum Beispiel an das Haus, ne? Daran hast du dich auch gewöhnt. Schönes Haus, nicht? Mhm.
Willst du mich denn nicht sehen? Ja. Könnten uns ja zusammen Basic Instinct ansehen. Das ist ja nett von Ihnen, aber den kenne ich schon. Naja, dann vielleicht ein andermal. Ja? Nächste Woche läuft bestimmt ein anderer Film. Mhm. Also dann. Also dann. Sag mal, du kannst dich doch nicht mit ihm verabreden. Warum nicht, wenn ich fragen darf? Das ist ein Polizist! Die sind... Die sind zu allem fähig! Polanski? Hallo. Hallo? 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 Wer war das? Falsch verbunden, aufgelegt. Und wenn es Polanski war? Warum sollte der dich selbst anrufen? Du bist total... Es klappt doch alles prima, Vati. Ich bin nicht dein Vati. Gott sei Dank. Bleiben Sie länger, Herr Wagner? Ja, kann sein. Zimmer 111. Danke. Erster Stock. Machst du das? Das ist ganz einfach. Heb ab. Ach, würden Sie es mir bitte aufs Zimmer schreiben? Geht in Ordnung. Danke. Gute Nacht. Gute Nacht.
Haben Sie schon viele Gäste? Nein. Saison fängt gerade erst an. Mhm. Und die Dame eben? Macht die Urlaub? Nee, will das Haus kaufen. Unten am See. Und Sie? Machen Sie Ferien? Nee. Ich will das Haus auch kaufen. Ach so. Da ist aber Glück, der Besitzer ist wieder da. Die Dame wartet auch schon auf ihn. Ach ja, der Besitzer ist also wieder da. Ah, hat mir Bockelmann erzählt. Polizist. Kennen Sie ihn? Na klar, von klein auf. Von klein auf? Na, jetzt ist er seit 5 Jahren bei der Polizei, ne? Nee, ich meine den Mann, der das Haus verkauft. Ach so, nein, den kennt niemand hier im Ort. Nur der Makler aus der Stadt. Haus gekauft und gleich wieder weg. Und nun verkauft er, der komische Vogel. Spekulationsgewinn nennt man sowas. Naja, die Menschheit wird auch immer geldgierig, stimmt's? Aber Intelligenz lässt sich nicht einwerfen. Kurz vor Klassenarbeiten sowieso nicht. Du. Moment bitte. Lara? Ich muss dich sehen. Kaffee, bitte. Sie gestatten? Ja, bitte. Danke. Ich habe gehört, Sie interessieren sich auch für das Haus am See. Hier spricht sich offenbar alles ziemlich schnell herum. Tja. Dann haben Sie sicher auch schon gehört, dass der Mann, dem das Haus gehört, wieder da ist? Ja. Muss ein merkwürdiger Mensch sein. Annonciert sein Haus in der Zeitung und dann verschwindet er. Vielleicht ein Todesfall in der Familie? Irgendwas Unvorhergesehenes? Tja, vielleicht. Dann sind wir also Konkurrenten. So muss man das wohl sehen. Danke. Kennen Sie den Besitzer? Nein, Sie? Nein, bei mir ist bisher alles über den Makler gelaufen. Genau wie bei mir. Was halten Sie davon, wenn wir zusammen hinfahren? Nein, nein, vielen Dank. Ich wollte nicht Sie mitnehmen. Ich wollte Sie bitten, dass Sie mich mitnehmen. Mein Auto springt nicht an. Wir sind Konkurrenten. Sie wollen das Haus und ich will es auch. Was soll das? Gut siehst du aus. Sag mal, was hast du vor? Einkaufen. Thank you.
Polanski? Ja. Hallo. Hallo. Guten Tag. Tag. Meine Tochter. Frau... Bertram. Ah ja. Ist noch alles drin. Minus 200. Damit der Kühlschrank voll wird mit richtigen Sachen. Ja. Papa hat Appetit auf Eisbein. Und ich habe mir auch was geleistet. Mhm. Guck mal. Ah, ja. Gefällt's dir? Ja, schön. Sehr schön, nicht? Das ist Ihre Tochter? Ja. Warum fragen Sie? Weil der Makler sagte, Sie leben hier ganz alleine. Die Makler, ja. Dass die nicht alles erzählen. Ich bin hier wegen der Annonce. Ich interessiere mich für das Haus. Ach so, für das Haus, ja. Ja, wissen Sie, ich hab's mir überlegt. Ich verkaufe nicht. Wir haben es uns anders überlegt. So. Ja, tut mir leid, kann man nichts machen. Dann entschuldigen Sie die Störung. Oh, bitte, keine Ursache. Du lernst aber schnell, Herr Wolanski. Er verkauft nicht, er hat sich's anders überlegt. Guten Tag. Guten Tag. Mein Name ist Wagner. Wolanski. Ich komme wegen der Annonce, wegen dem Haus, aber die Dame eben hat mir gesagt, Sie haben sich's anders überlegt, Sie wollen nicht verkaufen. Ja, wir bleiben. Wir? Meine Tochter. Ihre Tochter, so. Guten Tag, Fräulein Wolanski. Tag. Sie wollen also nicht verkaufen? Schade. Andererseits kann ich verstehen. Schöne Gegend hier. Muss man wirklich sagen. Ja, sehr schön. Ruhig und abgeschieden. Ja, sehr ruhig. So richtig ungestört. Wohnen Sie schon lange hier? Eine ganze Weile. Tja, also falls Sie sich's anders überlegen sollten, ich wohne im Kranich. Da gibt es nichts zu überlegen. Wir bleiben. Ja, also dann auf Wiedersehen, Herr Wolanski, auf Wiedersehen, Fräulein. Ja, war wirklich trotzdem nett, Sie kennengelernt zu haben. Der Typ gefällt mir nicht. Thank you.
Wir haben beide Pech gehabt. Nicht wahr? Wie ich sehe, ist Ihr Wagen wieder in Ordnung. Und Sie, was ist mit Ihnen? Sind Sie auch in Ordnung? Was halten Sie von einem Spaziergang? Eine schöne Gegend hier. Wollen Sie mir nicht sagen, was los ist? Wieso? Was soll denn los sein? Es geht mich ja nichts an, aber ich finde, der Typ hat sie irgendwie durcheinander gebracht. Mich bringt man nicht so leicht durcheinander. Irgendwas stimmt nicht. Was stimmt nicht? Irgendwas mit dem Mann in dem Haus. Mit diesem Wolanski? Das ist nicht Wolanski. Wie kommen Sie denn darauf? Sein Name steht an der Tür. Na und, hat das was zu sagen? Er ist es nicht. Das müssten Sie mir näher erklären. Ich muss Ihnen gar nichts erklären. Woher wollen Sie denn das wissen? Sie haben mir gesagt, Sie kennen ihn nicht. Jemanden nicht kennen bedeutet nicht, dass man nichts über ihn weiß. Und? Was wissen Sie über ihn? Wolanski hat keine Tochter. Tatsächlich. Also, es geht mich ja nichts an. Ja, Sie haben recht, es geht Sie nichts an. Absolut nichts. Aber Ihnen ist es offenbar sehr wichtig. Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Wir haben Zeit, viel Zeit. Sie können mir alles erzählen. Ich weiß, was Sie vorhaben. So? Es hängt mit diesem Wolanski zusammen und mit dem Geld in seinem Tresor. Wer sind Sie? Naja, auf jeden Fall nicht einer, der das Haus kaufen will. Sie wollen das doch auch nicht. Sie sind die Frau von Boris. Und der Mann da drin hat ihn einfach abgeknallt. Schlicht und einfach abgeknallt. Und in dem Haus, da ist ein Tresor und in dem Tresor ist ein Schatz. Und den wollen Sie und ich will ihn auch. Wer sind Sie? Ein Freund von Ihrem Mann, der hat mir die Geschichte erzählt. Ich glaube Ihnen kein Wort. Das müssen Sie nicht, kein Problem, ich hole mir das Geld. Du kannst die Gift draufnehmen. Sagen Sie mir jetzt endlich, wer Sie sind. Das habe ich Ihnen schon mal gesagt, ein Freund von Boris. Und ich habe Ihnen gesagt, dass ich Ihnen nicht glaube. Boris hat mir nie von Ihnen erzählt. Er hat Ihnen nie was erzählt. Von mir nicht und von Wolanski auch nicht. Doch, von Wolanski schon. Jedenfalls ein bisschen, aber von Ihnen kein Wort. Beweisen Sie mir, dass Sie Boris' Freund sind. Das hat er mir gegeben. Wenn irgendwas schief geht, hat er zu mir gesagt, dann gibt es Vivian. Warum geben Sie mir das Foto erst jetzt? Ich war bei Ihnen. Sie waren nicht da, Sie waren hier. Ich will das Geld nicht. Ich will ihn. Wolanski. Dieses Schwein bringe ich um. Hat mein Leben zerstört. Na gut, dann machen wir einen Deal. Sie kriegen Wolanski und ich die Beute. Er ist es nicht. Natürlich ist er es. Wolanski hat keine Tochter. Stimmt. Das Mädel ist ja auch gar nicht seine Tochter. Soll ich es dir beweisen? Was mag dieser Wolanski nur für ein Mensch sein? Hat wer weiß, wie viele Magengeschwüre, ist nur vegetarisch, raucht aber Pfeife. Außerdem ist er ein Hypochonder. Ein was? Einer, der immer jammert. Der denkt, dass er schwer krank ist, auch wenn er es gar nicht ist. Er sammelt seine Röntgenaufnahmen wie Briefmarken. Außerdem liest er medizinische Bücher. Kennst du dich aus in solchen Sachen? Ja, ich hatte auch mal so ein Ding, so ein Magengeschwür. Und Bücher über Reisen liest er, über ferne Länder. Genauso wie ich. Thank you.
bin hier geboren. Was? Das hat meinen Eltern gehört. Sie mussten es verkaufen, als sie noch ein Kind war. Ich glaub dir kein Wort. Hier bin ich immer geschwommen, jeden Tag. Und sonntags gab's Apfelkuchen. Du spinnst doch. Natürlich spinn ich. Ist doch aber eine gute Geschichte, oder nicht? Willst du wissen, wie ich mit 14 Autofahren gelernt habe auf dem Schrottplatz mit meinem ersten Freund? Mit 14? Na klar. Naja, ich meine nicht das Autofahren. Ich meine den Freund. Ja, ja, meine ich auch. Bist du eifersüchtig, hm? Finde ich gut. Glauben Sie es mir jetzt, das ist Wolanski. Er hat keine Tochter. Das ist ganz einfach ein alter, geiler Sack, der sich eine kleine Schlampe aufgerissen hat. Das glaube ich nicht. Sieht anders aus. Wir sollten hier abhauen. Du spinnst schon wieder. Na komm. Das ist selbst gesagt, mit dem Kerl stimmt was nicht. Mit welchem Kerl? Wolanski. Der Keller, der Tresor, die Kanone. Da ist doch irgendwas oberfaul. Abhauen, wohin denn? Ohne ein Pfennig Geld. Wir können das Haus verkaufen. Das können wir eben nicht. Wieso nicht? Ganz einfach, weil es uns nicht gehört. Mascha, warum hast du keinen Fisch mitgebracht? Wohnen am See und haben keinen Fisch. Hey, Mascha! Mascha! Ich hab die Idee! Hallo? Guten Tag. Ich wollte mit Ihnen reden. So? Worüber denn? Es geht um das Haus. Mein Vater hat ja gesagt, er will nicht verkaufen. Aber ich glaube, ich könnte ihn überreden. Tatsächlich? Mhm. Und wie? Das ist meine Sache. Dann versuchen Sie es doch. Für wie viel? Ach so. Tja, wie viel ist Ihnen denn das wert? 10.000. 10.000? Ja, wissen Sie, darüber sollten wir wirklich reden. Aber nicht hier. Also, was halten Sie davon? Tja, was halte ich davon? Nichts halte ich davon, gar nichts. So, und jetzt erzähl mal, wer bist du? Was sagt mir nicht, du bist Wolanskis Tochter. Er hat nämlich keine. Mascha! Dein Name interessiert mich einen Scheiß! So? Also? Ich war in dem Haus. Ich wusste nicht, wohin. Da bin ich in das Haus gegangen. Und wo kommst du her? Aus dem Heim. Na, das ist ja prima. Und er? Was ist mit ihm? Er wohnt da. Er wohnt da? Bitte tun Sie ihm nichts. Er hat damit nichts zu tun. Ich wollte nur abkassieren. Also, er ist also Wolanski. Ja. Er ist Wolanski. Ja. Und du bist nicht seine Tochter? Nein. Du bist nicht seine Tochter? Na, fein. Dann brauchst du jetzt ja nur noch die Wahrheit zu sagen. Weil da will ich ja gar nichts von dir. Die Wahrheit kaputt. Ausnahmsweise meine Wahrheit. Was sollst du sagen? Die Wahrheit. Was sollst du sagen? Die Wahrheit. Die Kleine ist ein bisschen hingefallen. Das sehe ich. Sie wollten doch wissen, ob Wolanski eine Tochter hat. Fragen Sie sie. Bist du die Tochter von dem Mann in dem Haus? Nein. Du bist nicht seine Tochter.
Ich habe nur so getan. Er hat gar keine Kinder, aber er ist sehr nett. So, und jetzt verschwinde. Wenn ich dich hier noch einmal sehe, in dieser Gegend, dann passiert ein Unglück. Und jetzt mach, dass du rauskommst. Mach ein bisschen fix. Ja, bitte? Ich habe Ihnen doch gesagt, ich verkaufe nicht. Sind Sie Herr Wolanski? Ja, wer denn sonst? Was? Sagen Sie bitte meiner Mutter Bescheid. Rita Bosch, Mannheim. Rita Bosch, Mannheim. Bosch? Wolanski. Sie. Richtig. Was ist denn los? Quatsch nicht. Krepier endlich, es ist ja nicht mit anzusehen. Hast einen guten Geschmack gehabt. Ja, doch zurückgekommen, du kleines Stück Scheiße. Ich hab dir doch gesagt, du sollst dich verpissen. Na? Ein bisschen Wein, wa? Nur trau dich doch mal, ne? Komm, na komm, nur schieß doch genau hierher. Ja? Und jetzt werde ich dir mal was zeigen. Na, wo soll's hingehen? Amerika? Ja, lass uns nach Amerika. Ja, Amerika, das ist eine gute Idee. Und wenn du denkst, ich kann nicht kochen, dann irrst du dich gewaltig. Ich koche und koche. Wir fahren nach Amerika und ich koche. Na klar. Du kochst. Und was soll ich dir machen? Was essen die da? Steak.
Essen, Hunter und Steaks. Okay, du kriegst deine Steaks. Montag ein Steak, Dienstag ein Steak, Mittwoch ein Steak. Aber, bitte richtig durchgebraten. Ich mag es nicht, wenn es innen noch so blutig ist, so wie die das immer essen. Das ist ja scheußlich. Ja klar, esse ich auch viel lieber. Richtig durch. Aber wenn wir Amerikaner sind, Walter, dann müssen wir uns dran gewöhnen. Müssen wir uns dran gewöhnen, so zu essen wie die. Und vielleicht schmeckt sie auch eines Tages. Wie siehst du denn aus? Ist was passiert? Ich bin im Wald einen Abhang runtergefallen, ist aber nichts Ernstes. Wirklich nicht? Nein, bestimmt nicht. Ich habe ja gedacht, ich sehe nicht recht, als ich dich da gesehen habe, so ganz allein auf der Straße. Na ja, habe ich mir gedacht, das ist ein Notfall und die Sirene angeschaltet, sonst hätte ich womöglich noch jemand anders mitgenommen. Ja, wo soll's hingehen? Zum Bahnhof. Du willst uns verlassen? Naja, das macht das unruhige Blut, verstehst du? Aber du kommst doch wieder. Klar. Ich meine nur wegen dem Kino und so. Versprochen ist versprochen. Versprochen ist versprochen. Field.